Wir sind bei aktuellen Meldungen. In Innsbruck war heute die Straßenbahn der Linie 3 erstmals auf den neuen Gleisen in Richtung Höttingerau unterwegs. Es hat sich dabei um Testfahrten ohne Passagiere gehandelt. Erst ab 15. Dezember wird die Linie 3 hier fahrplanmäßig verkehren. Die verlängerte Linie 3 wird dann über die Universitätsbrücke und Höttingerau bis zum Einkaufszentrum West bzw. bis zum 5. Gymnasium fahren. Alle Verkehrsteilnehmer, Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger werden dabei mit neuen Verkehrsregelungen in diesem Bereich konfrontiert sein. Mit der Inbetriebnahme der Linie 3 geht zumindest für 2 Monate das Umleitungschaos für Autofahrer zu Ende. Die Kranibitter Allee wird auch stadteinwärts wieder befahrbar sein. Das Bauprojekt legt eine kurze